So Leute, ich muss euch was sagen. Ich bin begeistert. Herzlich willkommen bei Futorial. Mein Name ist Sinan Kurtulusch und wir sind bei Track Rating. Bei einer neuen Ausgabe des Track Ratings. Wir möchten den Genitiv benutzen. Das klingt einfach schöner. Heute Sven Clear Memories. Fragen sich jetzt manche. Den hatten wir doch gestern schon. Ja, heute im Plexus Remix. Leute, ich muss euch was sagen. Ich bin begeistert. Und zwar hatten wir ja gestern den Track Memories hier. Und nahezu alles, was ich daran kritisiert habe, hat Plexus geändert, verbessert, genau eingesetzt, genau das gemacht. Einmal dieser etwas kalte, kristallklarere Klang, der mir so ein bisschen, den ich ein bisschen unangenehm fand. Kommt jetzt wesentlich wärmer. Spürt ihr das? Das ist irgendwie, das kommt. Ja, Wärme trifft es eigentlich auf den Punkt. Das ist kalt und hart. Und da passiert was. Und jetzt geht's weiter. Ich hatte bemängelt, dass mir so ein paar Zusatzelemente fehlten. Dass da noch so ein bisschen irgendwas im Hintergrund passieren sollte. Und genau das haben wir im Plexus Remix dann. Bam, wow. Mal so ein Snare-Fill. Ein Pad im Hintergrund. Und bevor jetzt Leute denken, ich würde jetzt hier den Sven Clear Original-Track quasi dissen, natürlich nicht, denn die musikalische Idee ist ja wirklich noch zu hören, also absolut. Das ist ja genau das die gleiche Melodie, die Rhythmik ist übernommen worden. Also das heißt, Sven Clear hat hier definitiv den Input geliefert und Plexus hat eigentlich das nur noch das Tor verwandelt. Und das meine ich hier. Hier passiert irgendwas noch im Hintergrund. Da ist noch irgend so eine flirrende Fläche mit drin. Und ich kann nicht richtig definiert klar machen, was die macht. Die macht irgendwas. Und das ist so wichtig, dass Textur da ist, dass irgendwas da noch passiert. Und jetzt werden wir noch mit einer fetten Liedmelodie belohnt. Break, sehr, sehr schön. Kommt dann die Liedmelodie nochmal? Das fände ich ja ganz interessant.
Ich hätte es interessant gefunden, diese Melodie hier nochmal zu spielen, aber nicht mit dem krassen Synthi, sondern dann vielleicht nur noch mit so einem so xylophonartigen Sound, der so eine lange Hallfahne hat, nur noch so angedeutet. Also, finde das eine richtig starke Nummer und finde es auch sehr, sehr cool, dass sie diese Entwicklung, die man so schön hören kann. Also vor allem auch sehr coole Kollaborationen im Forum. Freut mich. Ansonsten musikalisch, Mixed und Mastering technisch. Ja, Betonung sehr stark natürlich auf den tiefsten, also auf dieser Kickdrum hier. Ist okay. Wie ist denn das? Was hört man noch so im Bassbereich durch? Ich denke, kann man so machen. Vielleicht hier der Bereich. Vielleicht bei 70 Hertz ungefähr, so hätte ich mir im Bassbereich vielleicht noch einen kleinen Boost gewünscht, damit die Betonung nicht nur ganz auf dem tiefsten, auf der tiefsten, also auf der ersten harmonischen liegt, sondern noch so ein bisschen hier, wenn dann die Note höher geht. Also hier in dem Bereich. Ich glaube, dann hätte ich es noch ein bisschen wärmer und unten der Teppich wäre noch ein bisschen druckstärker gewesen. Ansonsten richtig klasse Nummer, die wir mal bewerten wollen. Jetzt auf einmal finde ich die Nummer nämlich ziemlich cool. Neue Liedmelodie drauf, neue Texturen, 8 oder 9 sogar. Also, obwohl diese Rhythmik mir ja eigentlich gar nicht so zusagt, finde ich sehr gut. Innovativ, ja, ich finde, boah, ist schwierig gerade. Ich hatte den gestern ja nicht so innovativ bewertet. Jetzt kommt einiges hinzu. Coole Sounds. Irgendwie eine Mischung aus Trance und House, Dance, irgendwas. Sounddesign finde ich stark. Eigentlich alle Sounds soweit wirklich, wirklich angenehm. Mixdown und Mastering. Sehr gut. Diese, wie gesagt, ich hätte in diesem im Bassbereich um die 70, also zwischen 60 und 80 Hertz, hätte ich noch ein bisschen mehr Druck gegeben. Dann wäre es für mich noch runder gewesen. Bin mal gespannt, wie dieser Track ankommt. Aha, also auf jeden Fall die deutliche Steigerung zum Original und gute Bewertung. Freut mich auch, 17 Bewertungen der Track insgesamt. Liegt jetzt bei Do You Like It bei 75%. Hier passiert was. Das war Track Rating für heute. Ich hoffe, es war interessant und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut und auf Wiedersehen.